Zuschauer und damit hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf diesem Kanal, Leute. Und das ist mal wieder ein Themenvideo, das heißt, wer keinen Bock auf ein Themenvideo hat, schaltet ab, denn Schnitt wird es ja nicht geben. So Leute, auf jeden Fall geht es heute um das fetteste Event, was wahrscheinlich auf YouTube überhaupt stattfinden wird. Kein Beef, kein neuer YouTube-Song, kein neuer Hype, kein neuer Trend, sondern ein Boxkampf. Und ja Leute, ich verarsche euch nicht, ein Boxkampf. Und es ist halt auch nicht nur ein Boxkampf, sondern ein fettes Boxkampf-Event. Aber ihr fragt euch jetzt bestimmt, wer kämpft in diesem Boxkampf-Event? Der Hauptkampf dieses Boxkampf-Events wird sein zwischen KSI und Logan Paul. Ich erzähle euch mal ein bisschen was über die Personen von diesen zwei besonderen YouTubern, YouTube-Charakteren. KSI ist ein YouTuber mit rund 19 Millionen Abos, hat angefangen als FIFA-YouTuber, aber nachdem FIFA ja ein bisschen ausgelutscht ist gerade im Moment, lädt er es nicht so oft hoch, aber ich denke mal zu FIFA 19 wird er wieder zurückkommen. Und es ist eigentlich ein fresher Dude, der eigentlich nie so richtig heftig negativ aufgefallen ist. Er ist auch, wie jeder andere YouTuber, hat er schon den ein oder anderen Track rausgehauen. Logan Paul, Logan Paul, Logan Paul. Ihr kennt ihn alle. Ja, Leute, das ist der Typ, der einfach nach Japan gereist ist und sozusagen einen Park besucht hat, in dem sich Leute oft erhängen oder auf irgendeine andere Weise Suizid begehen. Und erstmal, Leute, what the fuck? Ich würde mich gar nicht trauen, an so einen Ort hinzugehen. Und das Schlimmste, was er gemacht hatte, er hat den ganzen Crap auch noch gefilmt. Sprich, es gab auf Logan Pauls Kanal ein Video, wo du einfach eine Leiche in der Gegend rumhängen gesehen hast. Noch ein bisschen mehr Fakten zu ihm. Er hat rund 17 Millionen Abos und macht auch schon YouTube seit einer Zeit. Bekannt ist er geworden durch die Plattform Vines, auf der man irgendwelche Crap-Random-Videos hochladen konnte. Nachdem die Seite Vine es nicht mehr gab, ist er dann zu YouTube gewechselt und wurde direkt bekannt. So, das war jetzt genug zu den zwei Hauptprotagonisten dieses Box-Events. Aber auf diesem Box-Event kämpfen nicht nur die beiden, sondern halt auch noch ein paar andere YouTuber, wie der kleine Bruder von Logan Paul und der kleine Bruder von KSI. Und erstmal, Leute, muss man sagen, das ist so unfassbar klug, von den beiden so einen Boxkampf zu veranstalten. Denn so ein Boxkampf wird so viel Asche bringen, wie noch kein YouTuber, nicht mal PewDiePie in seinem ganzen Leben verdient hat. So viel Geld wird dieser verdammte Boxkampf bringen. Aber mal abgesehen von der wahnsinnigen Summe, die die beiden machen werden, haben die beiden natürlich auch ein Problem miteinander, weil sonst macht man ja keinen Boxkampf. Und nachdem es nicht ganz so legal ist, sich einfach in Real Life auf die Schnauze zu hauen, dachte man sich, man macht einfach ein Event draus und macht einen Boxkampf. Eigentlich so klug. KSI meinte einfach nur, wieso er gegen ihn kämpfen will natürlich, dass Logan Paul schon viel Crap gemacht hat und es muss einfach mal einen geben, der ihn zurechtweist. Und dieser Kampf wird am 25. August auf YouTube live ausgestrahlt. Da kannst du irgendwie $6 zahlen, nur damit du dir das anschauen kannst. Und ich denke mal, ich werde es mir auf jeden Fall anschauen, weil das werden echt ein paar richtig, richtig geile Kämpfe sein, worauf ich richtig, richtig Bock habe. Also viel zu den Informationen drum und dran. Meine Meinung dazu ist, ich finde es einfach richtig, richtig geil. Auch die ganze Promotion dafür, wie zum Beispiel die ganzen Pressekonferenzen. Es steckt halt ein gewisses Marketing hinter. Der Kampf wird einfach richtig, richtig geil. Vor allem, weil Logan Paul so ein Riese ist, wird es nicht einfach für KSI. Da habe ich schon die ganzen Leute, Kritiker, bla bla bla, sagen alle, Logan Paul gewinnt, weil er so groß ist. Ich scheiß darauf, Leute. Meine Meinung ist, KSI wird Logan Paul roasten. Er wird ihn auseinandernehmen auf eine Weise, wie man das noch nie in der ganzen Geschichte des Boxen gesehen hat, Alter. So Leute, das soll es dann auch von dem Video gewesen sein. Wenn euch das Video gefallen hat, dann zeigt es mit einer Bewertung. Hier findet ihr die anderen Videos. Haut rein, macht's gut, schreibt mir eure Meinung in die Kommentare und ciao.